So. Run, run, Abe, run. Schon wieder beim nächsten, aber hier ist ziemlich tierlos, muss man einfach sagen. Also ein paar Schweinchen waren da jetzt, aber hier mehr ist hier nicht. Ganz schön tierlos. Da scheint der Vollmond, guck mal, der geht voll schnell unter. Aber wir sind da, Leute, wir sind da. Sehr schön. Der Sprintaffe zieht wieder durch. Mal gucken, wenn ich jetzt einen Evolutionssprung mache, habe ich halt viele andere Orte aufgedeckt, wo er mich hinschmeißen kann. Muldenteich-Oase. Eigentlich hätte man mal mitzählen müssen, wie viel man von einem Meteor zum anderen, wie viel man angucken kann. Da gibt es bestimmt auch eine bestimmte Zahl. Dann hätte ich mir nicht immer alles so angucken müssen jetzt. Aber nun ja. Waldgebiet, Muldenteich, Oase. Oase. Sehr gut. So. Gleich mal aufdecken hier. Flup. Hey. Kann man eigentlich gleich mal mitnehmen hier immer. So. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da haben wir alle, da haben wir alle, da haben wir alle. Den mal weg. Dann brauchen wir jetzt nächstes. Den da. Da ist nichts mehr. Und die haben wir auch noch. Aber wir nehmen erstmal den da außen, weil dann brauchen wir nur hier außen langlaufen. Weiß gar nicht, hat er Hunger oder irgendwas? Er gibt manchmal so komische Laute von sich. Gucken wir mal. Oder müde wieder. Müde könnte auch sein. Müde, müde, müde. So. Hier sind wir, okay. Hier sind wir. Hier war keins zum Angucken. Tatsächlich. Nix. Oder unten. Aber schon krass, guck mal, wie schnell der jetzt durchs Wasser kommt. Geiler Typ. Geiler Affe. Ich brauch kurz mal Ausdauer. Hat die Zunge schon draußen. Der Gute. Ich weiß natürlich, ob, wenn ich ständig alarmiert laufe, wenn er aber dann generell schneller fertig ist, also mit den Nerven, dann können wir uns eigentlich mal hier... Ah, müde, guck mal. Eigentlich mal einen Splitter machen. So, mitnehmen bitte. So, da haben wir die. Dann holen wir uns jetzt den hier. Hey, warum ist denn hier schon die Grenze voll? Die Eroberungsdingsbums. Das ist ja verrückt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das jetzt schon voll war. Das Gute ist, der Dschungel, der war wirklich am größten. Also hier müssen wir jetzt noch so 4, 5, 6 Orte angucken und dann haben wir den Wald, das Waldgebiet auf jeden Fall fertig. Und bei der Savanne war auch nicht so viel, glaube ich. Da war auch nicht so viel. Entdecken! Wo wieder steht. Ganz allein meine Idee. Wie heißt das Neuron, dass er die ganze Zeit aufrecht gehen kann? Meiner krabbelt immer noch. Ah, Diggi. Du musst halt zum Beispiel, wenn du schnupperst, wenn du irgendwo riechst oder irgendwas anguckst, immer aufrecht stehen. Immer. Und dann kam irgendwann auch eine epische dazu, eine epische Mutation. Die ist auch nicht ganz unerheblich. Immer die epischen festigen auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wo ist er hier? Da, machen wir wieder weg. So, dann können wir den hier noch mitnehmen. Wenn wir einmal da sind. Anders ist er hier nicht, oder? Da hinten geht's zu den Elefantenbäumen. Ah, dann geht's halt da schon wieder weiter. Da hinten haben wir da auch noch zwei. Aber ich wäre dafür, dass wir kurz schlafen. Kurz schlafen. Aber natürlich im Bett, Leute. Natürlich im Bett. Jetzt, wo wir heilende Wirkung haben beim Schlafen, dann müssen wir natürlich in dem Bett schlafen. Bitte euch. So, hier einfach mal ein Bett hinkloppen. Mal kurz mal, kann ich dir zeigen. Oh, da ist noch was dazu gekommen. Eieiei, okay. Zum Aufrechtlaufen. Sprungweite erhöht. Also du brauchst auf jeden Fall das. Vestibuläres System. Dann geht's weiter zu Zweifüßigkeit. Da, Zweifüßigkeit, jetzt der Wurm. Das brauchst du. Das ist das Neuron. So, was haben wir hier noch? Erfordert das Klettern weniger Energie, Leute. Geil, ich sag's euch, Sportaffe hoch 1000. Der gewinnt jede WM. So. Uff, das geht noch höher da. Geil. So, 2, 3 haben wir jetzt gelernt. Okay, 6 können wir. Was kam noch neu? Wo sind die Punkte? Da sind die Punkte. Erhöht sich die Reaktionszeit von je zornigen Tieren? Brauchen wir nicht. Was ist das hier noch? Räumliche Wahrnehmung. Ungenießbare? Ja. Dann hat er alles schneller erkannt. Wenn man dann Suchen macht, quasi. Und ist eine Verbindung zu einem epischen passt. Sehr gut. Schade, mehr können wir nicht. Die beiden, die wir noch frei haben, können wir nicht. Das können wir noch. Das können wir noch. Und dann, wenn du halt dann das hier oben hast, übrigens, wenn du das hast. Oder nee, wenn du das hast, dann musst du auf jeden Fall sehr, sehr oft immer Z drücken, damit er aufsteht und läuft. Also ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht. So, und jetzt wollen wir schlafen, weil der Dude ja müde ist. Mal sehen, ob mich was angreift hier. Aber hier ist eigentlich immer mega friedlich. Guck mal, der heilt sich wirklich da unten. Jetzt passiert nichts mehr, jetzt ist er ausgeschlafen. Hä, aber guck mal, Schlaf ist noch nicht voll. What? Warum das? Schlaf mich nochmal, ist mir egal. Jetzt kommt auch noch Hitze dazu. Das Gute ist, es zieht mir nichts ab, während ich schlafe. Jetzt kriegt er wieder Sachen dazu. Jetzt ist Schlaf voll. So, den Rest können wir hier unten auffüllen. Essen und trinken. Nicht
doch schon wieder. Hör doch auf, ich bin gerade am Essen. Sag mal, das ist doch der, der kommt immer von hinten am, beim Essen. Lass mich mal jetzt da so ein Stöckchen nehmen, bitte. Jetzt können wir. Putz! Sich vom Acker! Alter Puma. Müssen wir jetzt in Ruhe essen. Die Sau. Ah, aber hat schon gut Energie verloren hier, der Affe. Vielleicht tatsächlich, weil ich immer so renne. In Panik. Ich renne ja quasi immer in Panik. Aber der ist halt dann schneller. Was soll ich machen? Dum, 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 dum. Alles. Yes, yes, ja. Ich wollte eigentlich mal noch ein paar rote Pflanzen schnagulieren. Warte mal. Wir gehen gleich dahin, Digi. Aber erstmal kurz hier essen. Guck mal, er kriegt schon wieder Energie dazu. Perfekt. Ungebetene Gäste beim Essen. Ja, auch voll unfreundlich hier. Beim Essen, da redet man nicht. So, da unten, das ist schon wieder Neuland. Eigentlich kacke. Wollte erstmal nur die Savanne erkunden. Aber wenn wir einmal hier sind, soll ich machen. Oben noch was. Haben wir hier eigentlich schon Aloe Vera? Hier oben. Da ist auch noch eine? Was ist das denn? Okay, was auf den einen da unten machen wir noch, aber dann nicht mehr. Dann weiter nicht. Ich meine, dann bin ich einmal da unten. Und dann laufen wir so an der Klippe lang. Dann haben wir nämlich schon wieder halb die Wüste mitgemacht. Und das wollte ich nicht. Können wir uns da unten am Baum eigentlich festhalten, wenn ich von hier oben runterspringe? Wollen wir das einmal testen? Doch, das müsste klappen. Guck mal, das funktioniert doch. Schubidu, wär so gern wie du. Lebensmüde wie du, tot wie du. Geiler Affe. So, wo ist jetzt das Ding zum Erkunden? Naja. Das war ein bisschen risikoreich. Aber so muss das, Leute. So muss das. So spielt man das Spiel. Risiko. Vor allem, wenn man die eigene Quest hat, dass man nicht sterben möchte mit einem Affen. Bis jetzt sind mir ja wirklich nur einmal ganz dumm zwei Affen gestorben. Ansonsten nicht einer. Das ist schon eine geile Leistung auf jeden Fall. So. Wo müssen wir hin? So weit weg? Ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass jetzt schon die Meteoriten kommen. Das wäre echt kacke eigentlich. Wir sind jetzt schon wieder ziemlich weit hier im Wüstengebiet. Da wollte ich noch gar nicht hin eigentlich. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. So weit sind wir noch gar nicht. Da ist eine neue Bären. Okay. Neue Bären. So, entdecken bitte. Das Blöde ist halt auch immer, dass nicht am Anfang die Meteoriten kommen, sondern immer nachdem der eigentliche Videoteil von dem Ort fertig ist. Sonst könnte ich das jetzt einfach wegdrücken und dann... Naja. Aber so, jetzt müssen wir es uns halt angucken, weil wenn jetzt die Meteoriten runterkommen... Es sind die kleinen Dinge. Ach, boom, Ente, Junge. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, aber kein Meteorit. Perfekt. In diesem Fall mal echt gut. So, wo haben wir jetzt noch was? Ja, da hinten. Aber da gehen wir dann hin, wenn wir die Wüste erkunden, weil ich möchte erstmal das Waldgebiet fertig machen. Das sind dann die drei, die da sind. Das heißt, wir gehen mal jetzt hier am... Na, wir können uns kurz... Müsste aber hier eigentlich auch sein, oder? Ja, Aloe Vera ist da. Aloe Vera! Hier haben wir sie.
Die kennen wir nämlich noch nicht mit dem Äffchen hier. Okay, einmal Hand wechseln. Einmal herstellen. Einmal Hand wechseln. Einmal inspizieren. Einmal anwenden. Aloe Vera Saft. Eigentlich bräuchte ich jetzt Stein noch. Dann könnten wir die Quest gleich abfüllen. Abhaken. Vorbeugende Behandlung. Wir nehmen mal zwei mit. Wir nehmen mal zwei mit. So, erstmal die drei Punkte. Jetzt müssen wir gucken. Ist hier noch irgendwo ein? Ne, den haben wir. Den kannst du schon mal abwählen. Der ist viel zu weit in der Wüste drin. Wenn dann den mitnehmen. Ja, die vier da. Die vier, die sind noch im Waldteil. Und hier sind wir schon wieder dann in der Savanne. Aber Savanne wollen wir noch gar nicht. So, finden wir irgendwo Steine? Granitstein. Leider nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nix da Granitstein. Schlecht. Wenn man die mal braucht. Woher weißt du das alles, bevor du es tust? Beispiel, dass du was das mit der alten Vera, Aloe Vera, der alten Vera, vor einer Stunde hast du gesagt, dass du damit einreiben musst, wegen Hitze. Weil das mein zweiter One ist, Diggi. Also ich habe das schon einmal durch. Aber als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich es falsch gemacht. Hallo Mergi, Grüße. Beim ersten Mal durchspielen habe ich es falsch gemacht und jetzt mache ich es halt komplett so, wie man das Spiel eigentlich spielt. Also wirklich 100%. So, hier haben wir die auch noch nicht. Ach doch, das sind die. Die haben wir schon. So. Ich bräuchte aber tatsächlich eigentlich mal Steine. Aber bitte Granitstein. Daher weiß ich auch, dass hier auf jeden Fall drei Meteoriten runterkommen. Und die solltest du dir auf jeden Fall, sobald die erscheinen, holen. Ich habe das beim ersten Mal nicht gemacht. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um die zu finden, ey. Was du verpasst hast, alles. Den kompletten Dschungel. Jetzt mache ich gerade das Waldgebiet fertig. Aber es ist noch kein Affe gestorben. Okay, wieder kein Meteorit, sehr gut. Das gibt viel zu entdecken hier. Schubidu, ich wär so gern wie du. So, boing und boing. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wollte ich jetzt eigentlich erkunden? Da hinten wollten wir erkunden. Die Gazellen. Da unten ist sie. Gazelle bedroht, haben wir auch schon mal geschafft. Gazelle müssen wir noch töten. Achso, hier gab es doch, glaube ich, Steine, oder? Warte mal. Kurz mal analysieren hier. Keine Steine? Verrückt. Nein, es wird doch keiner sterben. Ich hab jetzt zu krasse Alpha-Affen, als dass hier einer stirbt. Die sterben nicht mal, wenn ich vom Hochhaus springe. Ist hier kein Ort zum Entdecken? Auch Steine, verdammte Axt. Hier gibt's Steine. Aber ist das Granit? Ja, perfekt. Perfekto. Perfecto mio. So, jetzt müssen wir kurz mal hier.
kurz mal einen Schleifer herstellen. Ist auch ganz gut, weil das muss ich eh öfter mal machen, wieder Sachen herstellen. Da steigt man auf jeden Fall auch noch deutlich. So, und jetzt können wir Aloe Vera Paste herstellen. Guckst du dir das an? Ach nee, halt, ich muss die ja erst nackig machen. So. Hör doch auf! Ich glaube, er ist sauer. Na komm her. Geil, hatte ich auch noch nicht die Quest? Na gut. Sehr schön. Kleines Äffchen. Süßes Äffchen. Darf ich jetzt meine Paste machen eigentlich? Das war so nicht geplant. So. Zieh ab. So, jetzt können wir Paste machen. Nee, andersrum so. Sich fünfmal machen. Das ist schön für dich, Steffi. Dass du dich auf morgen freust, weil du Urlaub hast. Arsch. So, Paste, Leute. Wir müssen fünfmal Paste machen. Jetzt würde ich eigentlich hier gerne mal einen Angriff nehmen, weil hier ist einmal die Aloe Vera. Ihr wisst, die ist nämlich nicht überall. Zweimal nur. Zweimal. Perfekt. Haben wir. Haben wir. Eigentlich würde ich gerne mal noch Tigerfleisch essen, aber ich habe gerade nichts zum Schneiden dabei. Ich habe mein Besteck vergessen.